Hallo und herzlich willkommen zurück zu Age of Mythology Retold zur achten Mission Schlechte Nachrichten. Greifen Sie die Banditenfestung in einem Doppelangriff an, um herauszufinden, was Gargarensis verbirgt. So, wir sind langsam im Norden Griechenlands angekommen. Jetzt werden wir das erste Mal wohl auf Gargarensis treffen. Wir haben ihn zwar schon einmal gesehen in einer Zwischensequenz, aber unsere Helden haben ihn, glaube ich, noch nicht kennengelernt. Das ist nicht... Chiron, haben wir uns verirrt? Natürlich nicht. Ich bin diesen Weg schon viele Male gegangen, aber das habe ich noch nie gesehen. Es handelt sich um eine neuere Konstruktion. Die Schnitte an den Steinen sind nicht verwittert. Es sieht nicht wie etwas aus, das ein durchschnittlicher Bandit bauen würde. Wo sind die Männer aus Ioklos? Im Inneren vielleicht. Finden wir es heraus. Ja, wir haben es wohl mit was... Erkunde die Gegend und finde heraus, welche Ressourcen hier verfügbar sind. Etwas stärkere Gegner zu tun, etwas organisiertere wie nur ein paar Banditen. Und ich glaube, wir müssen jetzt zwei Basen verwalten. Ja, genau. Was haben wir denn hier an Rohstoffen, bevor wir mal loslegen? Wir haben hier auf jeden Fall Gold und Nahrung. Das heißt, dann würde ich hier die Nahrungsproduktion einfach machen, hier unten. Da sind ganz viele da rein. Und hier hinten können wir auf jeden Fall Holz abbauen gehen. Jetzt nehmen wir ruhig mal so hier hin. So, das passt. Ansonsten darf es mal erkunden gehen. Haben wir hier auch einen Speer? Das wäre natürlich perfekt. Nee, leider nicht, aber dann schicken wir die Einheiten mal hier hin. In unserer Gegend scheint es reichlich Holz zu geben. Ja, das wird mir hier dann eher so die Holzbasis hier oben. Und hier werden wir noch das Gold abbauen. Aber erstmal reichlich Nahrung sammeln. Okay, da haben wir schon die erste Mauer direkt vor der Nase. Das heißt, wir können mit unseren Einheiten hier bleiben. Die Ziegen lassen wir noch ein bisschen besser ins Futter kommen, würde ich mal sagen. Währenddessen können wir schon mal in den Goldabbau investieren. Genau, Nahrung ist in der Basis hier relativ rar oder gar nicht vorhanden. So, der kommt auch nicht weiter. Na toll. Dafür sehr viel Holz. Und dafür haben wir hier das Gold und eben die Nahrung auf der Seite. Das sind 3000, das sind... Ah, hätten wir fast hier bauen müssen. Bin ich besser aufgestellt da unten. Fünften. So, und was brauchen wir hierfür? Einen Marktplatz. Dann lass den nochmal irgendwo hier unten abseits weg, hinstellen. Türme gleich mal entwickeln, überall ein bisschen Entwicklung anschmeißen, mehr Sichtweite, alles andere verbessern, was geht. Oh, wir können uns einen Pegasus machen, weil der kann, ist nämlich ein fliegender Speer. Der kann uns nämlich ein wenig die Landschaft hier erkunden gehen. So, mach das bitte mal. Achso, und ihr bitte natürlich auch mal nach da vorne. Der da, Holz. Machst denn du? Haben wir eine Rüstkammer schon irgendwo stehen? Nein, und der Pegasus wird das nicht lange überleben, wenn ich das richtig sehe. So, wir gehen auch direkt in die Forschung rein, auch von allem Möglichen ein bisschen. Schnellstmöglich die Basis einfach ausbauen hier. Die Rüstkammer darf gerne weit nach hinten, die muss nämlich keine Einheiten produzieren, die brauchen wir nicht in der Nähe oder nah an der Front. Klatschen wir die einfach irgendwo hier hin. So, da ist noch ein gutes Plätzchen. So, auf der Seite will ich gar nicht zu viele Dorfbewohner mir holen. Was wollte ich sagen? Genau, weil wir hier eben nur Holz abbauen können. Wenn wir irgendwann zu viel Holz haben, dann haben wir eben ein Problem. Oder nicht unbedingt ein Problem, aber es ist einfach dann zu viel. So, wir machen das nächste Zeitalter und das geht ab. 800 Nahrung, okay. Dann vielleicht mal kurz keine Nahrung ausgeben. Ich mache zwei von denen hier hin. Tekton.
Detektor. Das brauchen wir nicht. Dann machen wir jetzt mal das dritte Zeitalter. Wir nehmen einen Unterweltzugang. Oh, das ist natürlich auch sehr gut. Genau, weil dann können wir nämlich von der einen Stelle der Karte auf die andere einfach reisen. Das ist natürlich perfekt, wenn wir hier einen Unterweltzugang zwischen unseren beiden Basen eigentlich haben. Und manche Korps finde ich auch so eine gute Einheiten. Nehmen wir mal Apollon als Gott. Gibt auch einige Technologien, die schauen wir uns dann gleich an, was der bringt. Sobald wir die eben freigeschalten haben. Ich muss schon mal ganz nah hier ran platzieren. Okay, der erste Angriff. Kommen wir denn hier irgendwo noch hin, hier oben? Gibt's hier vielleicht was? Nee, okay, das war die Mauer, auf der wir anfangs angekommen sind. Wie auch immer Ajax hier rübergekommen ist, auf diese Seite. Man weiß es nicht. Lass mit dem Speer einfach hier stehen, hat er ein bisschen... Kann ein bisschen gucken. Kommt der rum? Nee, schade wäre. Aber auch merkwürdig gewesen, wenn das geklappt hätte. So, wir brauchen... Was für Bogenschützen. Da brauche ich auch zwei. Ich glaube, so ein bisschen mehr Dorfbewohner können wir da schon investieren. So, hier mal alle zurückziehen. Wir haben das nächste Zeitalter erreicht. Dann klatschen wir hier mal noch die anderen Helden mit dazu. Ihr seid schon fertig hier. Ja, dann mal ran an die Ziegen. Das werden wir auch gleich erforschen. So, das kostet ja nur... Genau. Golden Holz, wollte ich sagen. So, dann würde ich mir hier noch ein paar... Häuser aufbauen, aber ich würde mal einen davon auch schon zum Holzhacken schicken. Hier noch einer, der weiterbauen soll. So, dann schauen wir mal, dass wir alle unsere Sachen auch schnell entwickelt bekommen und dann auch vielleicht noch ein paar Einheiten irgendwo mit dazu. Sind wir gut aufgestellt mit zwei Türmen. Hier sind wir eigentlich ein bisschen schwächer aufgestellt, wir haben nur einen Turm. Eine Mauer würde ich jetzt hier nicht unbedingt bauen. Ich meine, die Gegner haben eine Mauer da stehen. Die ist zwar gut, natürlich nur von denen benutzbar, aber macht, glaube ich, wenig Sinn, direkt eine Mauer davor zu ziehen. Was haben wir hier? Athenis-Technologie vergrößert die Reichweite der Angriffe der Hopliten, sodass sie mehr Schaden hinzufügen können. Okay, das ist schon mal gut. Und Athenis-Schild macht Infanterie widerstandsfähiger gegen durchschlagende Angriffe, wie zum Beispiel Pfeile. Okay, und wir können auf jeden Fall ein paar Dorfwohner mal im Tempel gebrauchen. Weil Gunst haben wir aktuell noch gar nichts, wo wir da vorankommen. Warten kurz auf die nächsten paar Holz, die wir gleich haben. Ach, wieder vergessen hier die Sachen zu machen. Ja, jetzt mal kurz mal sparsam umgehen mit der Nahrung. Und dann erstmal die beiden Sachen hier erforschen. Ich würde gleich mal diesen Unterweltzugang hier beschwören. Ich hoffe, der bleibt auch unendlich lang bestehen, weil früher ist er unendlich lang bestehen geblieben. Nicht, dass sie den geändert haben jetzt. Ich hoffe, der funktioniert hier auch, dass wir den auch von der einen Basis in die andere packen können. Es wäre sehr schade, wenn das nicht funktionieren würde. So, erstmal Holz und dann Gold. Dann würde ich den mal einen hier hinsetzen. Und einen anderen hier drüben hin. Da sind ja auch genug geschützt. Ja, sind beide geschützt. So. Der bleibt. Ja, perfekt. Wunderbar. Kommt hier mal ein bisschen zurück. Schön im Dorfzentrum und Turmreichweite bleiben. Ach Leute, was macht ihr denn? Muss ich einmal kurz husten und dann bewegt sich hier keiner mehr. So. Und was haben wir hier? Athenis Schild macht Infanterie widerstandsfähiger gegen durchschlagende Angriffe, wie zum Beispiel Pfeile. Und das hier Apollon verleiht den von ihnen
von ihren Einheiten abgefeuerten Geschossen Sonnenlicht, sodass sie mehr Schaden zufügen und ihre Umgebung sichtbar machen. Okay. Sehr interessant. Ach, aber bevor wir das entwickeln, erst wollte ich doch das hier machen. Und nicht die Zeit, alle müssen wir auch noch fortschreiten. So, die hier sind bald. Können wir eigentlich mal anfangen, Felder anzulegen, würde ich sagen. Haben die nämlich nicht mehr hier an Ziegen. Ich meine, die Bärenbüsche könnte man noch abernten, aber die sind, glaube ich, dann langsamer wie die Felder. Wenn einer auf den Ziegen bleibt, ist das, glaube ich, in Ordnung. Würde ich wieder gerne sehr schön ein Muster hier anlegen. Das klappt leider immer nicht so perfekt. Das hier ist ziemlich teuer in der Entwicklung. Muss jetzt nicht. Aber das hier können wir mal entwickeln. Teilen wir die andere Entwicklung hier drüben mal auf. Das hier können wir auch noch machen. Das hier auch noch. Soll dann aber schön stark einhalten gleich. Oder bald. Okay, zu viele normale Bogenschützen würde ich gar nicht machen. Weil wir wollen auch hier die Manticore noch haben. Und das sind im Endeffekt, mythische Bogenschützen, nenne ich es jetzt mal. Das hier, Apollon erhöht die Sichtweite von Einheiten und Gebäuden und ermöglicht es zu sehen, welche feindlichen Gebäude trainieren, erforschen, wenn sie sie auswählen. Okay. Und Tempel der Heilung. Dank Apollon können ihre Tempel in der Nähe befindliche Verbündete heilen. Das ist sehr, sehr gut. Schauen, wie weit die Reichweite davon ist. Hier haben wir zwar aktuell keinen Tempel, aber den werden wir gleich aufbauen. Zwei Dorfbewohner hier mit dazu. Aber die Forschung auch gleich ein bisschen schneller vorangeht, sobald wir eben alles gebaut und gemacht haben. Und dann später eben auch die Produktion. So, Tempel. Ah, der zeigt euch hier die Reichweite an. Okay, sehr gut. Das heißt, der kommt einfach mal, ja, doch eher hier so hin. Hoplit noch mit dazu hier drüben. Du darfst ein weiteres Feld aufbauen. Und wir brauchen ganz dringend natürlich eine Festung. Das ist mal 300 Gold für. Was ist das hier noch? Okay, das ist nur für den Minotaur und das brauchen wir nicht. Ich würde dann eher in Manticore investieren. Vielleicht ein paar Minotauren gegen Ende, aber brauchen wir nicht zwingend. So, 10 Gunst und 300 Holz brauchen wir. Dann können wir die Festung aufbauen. Die würde ich dann hier so hin platzieren, nicht direkt hier vorne, aber da steht sie nur mitten im Weg. Ich werde als erstes angeschossen von feindlichen Einheiten, das wäre schlecht. So, ihr vielleicht ein bisschen näher kommen. Genau, wunderbar, jetzt werden die auch geheilt. Boah, wie schnell die geheilt werden. Aber wahrscheinlich nur, wenn die nicht im Kampf sind, oder? Okay, Gargarensis ist ins mythische Zeitalter vorgerückt. Aha, okay, der ist eins weiter wie wir. Das ist natürlich nicht so perfekt. Aber sollen wir uns nicht einschüchtern lassen von, würde ich mal behaupten. Wir schauen, dass wir unsere Forschung vorantreiben. Während wir noch alles hier ausbauen und entwickeln. So, du hast nichts mehr zu tun. Die letzte Ziege ist auch geschlachtet. Okay, 0,77, hier war es 0,8 an den Bärenbüschen. Ja, es ist minimal langsam auf den Feldern noch, sobald wir hier im nächsten Zeitalter sind, geht das zügig voran. Da brauchen wir 1000 Gold, oha. Ich frage mich ja, wir machen uns mal einen Esel, ob die die Tunnel hier nutzen können. Wenn die die Tunnel nutzen können, dann wäre das eine wunderbare Goldquelle. Weil an sich die Distanz ist hoch, aber die skippen ja ein ganz schönes Stückchen. Es könnte dann sein, dass sie echt sehr, sehr schnell also man kann es manuell natürlich machen. Aber das funktioniert dann nicht. Zurück. Nein, das geht leider nicht. Schade.
viel Gold hast du denn dabei? Gar keins. Oh. Ach, der lässt das Gold dann... Ja, okay. Er nimmt kein Gold mit. So bringt der 1, oder was? Schauen wir mal, 278. Ja. Okay, dieser Esel bringt uns ein Gold pro Lauf. Dann bauen wir noch hier noch ein neues Rohstofflager. Es gibt nochmal 4500 Gold, aber mehr Gold haben wir nicht mehr zur Verfügung. Wenn, müssen wir erst hier durch die Mauer durch. Ey. Ah, wir haben ja unsere Verbindung hier geschaffen. Das ist ja dann dementsprechend kein Problem. Jetzt nur schauen, dass wir auf 1000 Nahrung und 1000 Gold kommen. Also du, Kollege, darfst auch mal hier oben weitermachen. Ja, alleine da irgendwie unten rum, das macht keinen Sinn. So, Katapulte haben wir gar keine hier. Okay. Ah, ne, hier haben wir Katapulte. Okay, nee, doch, doch, alles gut. Brauchen wir jetzt noch nicht zwingend, aber für die Zukunft dann. Und ich würde mir noch die restlichen Häuser, die Hütten noch bauen, die wir noch machen können. Es gibt nur noch die zwei Stück, genau, dann ist vorbei. Ich glaube, dann könnte hier auch Holz hacken gehen. Was Holz kostet. Antikore kosten nur Holz, ja wunderbar. Nehmen wir die doch. Genau, die machen nur einen Schaden gegen Einheiten. Aber eher weniger oder beziehungsweise gar keinen Belagerungsschaden. Genau, hier steht es gut gegen menschliche Soldaten. So, dann haben wir alles, oder? Mehr Gebäude brauchen wir hier unten nicht. Wir können natürlich noch Ställe bauen. Ich glaube, die brauchen wir aber ehrlich gesagt nicht. Wir haben jetzt alles andere irgendwie und Bevölkerungslimit ist sowieso bald erreicht. Dann haben wir noch ein Rohstofflager hier hinten hin. Achso, der baut noch an dem Ding rum. Geh du mal bitte mit Gold sammeln. Nahrung haben wir jetzt ja erstmal genug. So, hier oben ist auch noch genügend Holz. Wird zwar irgendwann zu Neige gehen, aber ein bisschen haben wir ja noch. Und da kommen die nächsten Feinde an. Mal schön hier in Sicherheit. Ah, Mist, die haben Katapulte, die machen unseren... Verdammt! Machen den Turm zu schnell kaputt. Geht auf das Katapulte bitte. Oh, die sind stark, die sind verdammt stark. Wir müssen unterstützen gehen. Die plätten uns unsere Einheiten hier hinten. Iuiuiui. Ich war stark. Das war nicht gut. So, ihr zieht euch bitte wieder zurück. Lass mich Chiron mal mit hier. Ein bisschen auf die Seite hier rüberziehen, das wäre mir ganz lieb, weil wenn man Angriff von oben kommt, würde ich die ungern verlieren. So, dann produzieren wir hier einfach mal ein paar Katapulte. Haben wir das schon? Ah, die haben wir nicht in Auftrag gegeben. Okay, warte mal, dann machen wir erst das. Und natürlich hier werden wir hier, falls was wieder nehmen, Schatzkammer, Koloss. Da habe ich auch gar keine Wahl. Auch wenn ich, glaube ich, nicht viele Kolosse bauen werde, denke ich mal. Vielleicht mal einen hiervon kurz abziehen zum Reparieren dieses Turmes. Der zumindest noch so ein bisschen was aushält. Ist ja auch mal ein paar Manticore in die Richtung. Aber das Ding hier, also der Unterweltzugang ist hervorragend. Ohne den wäre das jetzt, glaube ich, echt kritisch geworden in der Basis. Schauen wir mal, ob wir, wenn wir hier schon durch sind, auch hier oben mit verbinden können. Wie weit wir dann hier irgendwie durchbrechen müssen. Das Dorfzentrum ist doch bestimmt belegt. Oder? Würde mich jetzt wundern. Das Ding hier, Orakel, brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Das ist meiner Einschätzung nach unnötig.
So, die Schatzkammer kommt dann schön hinten in die freie Fläche rein. Die auch schön weit weg von den feindlichen Linien ist. Vielleicht sollten wir auch das hier entwickeln. Widerstandsfähiger gegen Belagerungswaffen. Die Gebäude. Zack, und direkt wieder in die Forschung gehen hier bei den Sachen. Gleich das nochmal ablegen. So, schneller Gold abbauen. Ach stimmt, genau, im mythischen Zeitalter ist hier alles schön silber. Silbergrau. So, Schatzkammer bauen unbedingt. Die brauchen wir. Wir planen gleich mal so, falls wir noch mehrere bauen irgendwann. In 200 Sekunden können wir die nächste aufbauen, kostet dann 200 Gunst. Das ist halt schon ein bisschen overpowered, ehrlich gesagt, dass man davon mehrere bauen kann. Das war früher nicht so. Den will ich nicht zu viele machen. Das hier könnten wir noch entwickeln. Na, mal erst ein Manticore. Für Belagerung würde ich jetzt eher die Katapulte hernehmen. Die müssen wir jetzt vielleicht noch entwickeln ein bisschen, aber... Das machen wir auch Stück für Stück gleich. Und das kostet uns noch Gold, natürlich. Das kostet immer alles Gold. Oh, warte, dann brechen wir das nochmal ab. Machen wir erst die Goldforschung. Ah, nee, Holz ist das. Hm. Naja, auch egal. Kehre jetzt um, Sterblicher. Du weißt nicht, womit du es hier zu tun hast. Und da ist Gagarensis. Ja, die buddeln hier. Oh, hoppla, angeklickt. Ein Unterweltzugang. Wer hätte das nur denken können? Aber was sie da wollen, das ist eine gute Frage. Aber diese Basis ist ja auch wahnsinnig stark befestigt. Hier ein Damage hier. Oha. Lass die anderen Truppen jetzt mal so lange hier stehen. Bis die nämlich da sind, ist eh schon rum hier drüben. Okay, wir müssen echt langsam, wir müssen in den Gegenangriff übergehen. Macht, glaube ich, meiner Meinung nach keinen Sinn mehr weiter zu warten, ehrlich gesagt. Einen Turm haben wir leider verloren hier. So, ihr geht euch mal heilen. Wir reißen hier die erste Mauer ein. So, der Held kostet nur Gold. Da bin ich nicht so der Fan von. Ah, hier. Verbesserungen. Verbesserungskosten senken, meine ich. Das brauchen wir. Jetzt mal das Ding kaputt. Boah, der hier meine Zitadelle nachher noch zerstört. So, und wir brechen einfach auch schon mal durch die erste Mauer. So. Dann nehmen wir schon mal die ersten Produktionsgebäude hier aus dem Weg. Weil damit hier nicht die zu schnell Einheiten produzieren, kann ich mal klar, sie können jederzeit von weiter hinten noch Einheiten produzieren. So, halt, ihr zieht euch aber zurück. Weil das machen wir mit dem Katapult. Dann senden wir unsere Einheiten gleich mal ganz kurz ein Stückchen zurück, damit wir uns ein bisschen regenerieren können. So. Jetzt muss ich ganz kurz pausieren, ich krieg gerade einen Anruf. Kleinen Moment, wir sind gleich wieder da. So, weiter geht's. Genau, wir haben hinten die Mauer zerstört und auch das Katapult und sonst auch ein bisschen. Die wollte ich ganz gerne kurz ein wenig aufheilen. Werden auch mythische Einheiten geheilt? Ja, werden auch geheilt. Okay, sehr gut. Da kommt noch ein weiteres feindliches Katapult. Und ich würde mal fast fest behaupten, dass hier mal eine Laterne irgendwie drin war, jetzt aber irgendwie nicht mehr ist. Und diese Mauer oben lassen wir auf jeden Fall stehen, die machen wir nicht kaputt. Weil das wäre ziemlich doof von uns. Und dann kann der Feind von hier oben reinmarschieren, wir haben da oben gar keine Verteidigung. Und da der auch selber kein Tor da drin hat. Lass mal dazu stehen. So, die ziehen wir jetzt mal alle hier rüber. Eine Festung. Vielleicht kann Arkantos sie von seiner Seite aus einnehmen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall tun.
Nein, Leute, nicht diese Mauer zerstören, bitte nicht. Die Katapulte sind immer sehr schießwütig. Okay, noch kommen wir nicht auf die andere Seite. Ich hoffe, dass in der Zwischenzeit hier niemand vorbeiläuft da unten. Auch Akantos mit dabei? Nein. Oh. Lang hält sie nicht mehr durch, auf jeden Fall. So, greifen unterstützend mit an von hier unten. So, wenn die weg ist, da oben die Festung, dann ist auf jeden Fall hier unten schon mal für unsere Einheiten um einiges sicherer. Auf jeden Fall noch einen Blick nach hier unten halten, dass da nicht genau in dem Moment die Feinde durchmarschieren. So, kriegen wir den Turm da unten vielleicht noch schnell weg? Das wäre natürlich optimal. Ja, wir ziehen uns mit denen schon mal zurück, machen den Weg hier wieder dicht. Können wir gleich noch abschießen von unten. Und, hier oben werden wir dann die Verbindung schaffen können, sobald wir einmal hier rum sind. Das klingt doch schon mal super. Ja, die oben lassen wir kurz mal machen. Wir haben, oh mein Gott, wir haben richtig viele Rohstoffe mittlerweile. Das sollten wir auf jeden Fall mal alles nutzen. Nehmen wir mal das, machen noch ein paar Manticore. Ah, und von mir haben wir dann keine Gunst. Komm, lass mal noch ein paar Dorfbewohner machen. Hier können wir noch einen weiteren Helden uns holen. So, die Mauer ist auch endgültig hinüber. So, wir können hier unten zwar ein kleines bisschen erkunden gehen, will ich aber gar nicht zu viel. Erstmal uns wieder ein bisschen sammeln überall. Erstmal, wo steht eigentlich Akantos rum? Der ist nicht irgendwie hier, ne? Was ist der denn? Wo ist Akantos verloren gegangen? Hallo? Immer noch erforschen? Die Hopliten kann man noch weiter erforschen und dann eigentlich auch gleich das andere Ding auch. So, dann werden die nämlich schneller ausgebildet. Was machen die hier? Versuch, verursacht göttlichen Schaden, der die Standrüstungswerte ignoriert. Okay. Jetzt auch mal ein paar von denen. Mal 5 Stück. Hier auf der Seite hier unten machen wir uns auf jeden Fall die große Armee. Ich würde die jetzt hier doch schon ehrlich gesagt weiterentwickeln. Auch wenn ich eher auf Manticore gesetzt habe, aber es ist glaube ich nicht verkehrt, auch ein paar normale Bogenschützen zu haben. Kontereinheiten und dann sind wir wahrscheinlich eh schon überladen. Entwickeln wir auch mal das hier, weil es kann sein, dass auch das Limit erhöht. Steht zwar da Unterbringung zusätzlicher Bevölkerung, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch das Limit tatsächlich erhöht. So, was kostet das? Kostet Nahrung und Holz. Ja, haben wir beides. Oh, das müssen wir noch entwickeln. Wir haben kein Gold mehr. Gut, dass wir schon hier weiter fortgeschritten sind. Denn die können auf jeden Fall mal sich darum erhalten. Ach, Leute. Mit dem man einen... Nein, die haben die Mauer kaputt gemacht. Ach, verdammt. Oh, das sind viele. Schnell zurückziehen. Moment. Nein. Wir müssen ganz viele Einheiten einmal darunter schicken. Oh, und ihr auch alle weg. Lauft. Lauft, meine Dorfbewohner. Oh. Warum rennen die denn weiter, auch Leute? So, bitte unterstützen hier. Da kommt die durch Erkundung, mir wurscht, was du machst. So, schnell hier oben noch die Einheiten plätten. Greifen die Mauer an. So energisch vor allem.
Es lief nur ein bisschen chaotisch. Das war nicht so ganz der Plan. Was fehlt? Gold fehlt. Okay, ja, genau, das Gold fehlt. Das wollten wir eigentlich gerade abbauen gehen. Das könnt ihr hier drüben machen. Jetzt haben wir auch eine ganz solide Anzahl an Einheiten eigentlich. Dann sollten wir uns hier oben ran machen. Boah, diese Katapulte, ne? Die greifen alles in einer Tour an. Ohne Wenn und Aber, ohne zu zögern. Haben wir irgendwo mehr Myrmidonen hier? Wie heißen die? Jetzt sind die alle drüben, gell? 18,9 Schaden. Aha, ist nicht schlecht. 174 Leben. Wir hatten so ein normaler Hoplit. Haben wir welche davon hier? Haben wir auch nicht mehr Leben. Haben sogar weniger. Jetzt mal ein paar von denen noch hier hin. Okay, dann hat das Bevölkerungslimit erhöht. Okay, das war... Das wollte ich rausfinden. Ja, dann noch welche von denen. Auf der Seite hier sind wir eigentlich soweit ganz gut gerüstet. Mal drei von denen. Schicken wir die einfach alle hier hoch. Ah, die sind aber alle angeschlagen. Dann können wir erstmal kurz heilen gehen. Die sind alle gut ausgeheilt soweit. Aber wo ist denn Akanthos? Ist der hier mit dabei? Da ist er, ja. Okay, ich wollte sagen, irgendwie ist er verloren gegangen. Okay, 6 Helden haben wir aktuell im Start. Hier wäre dann noch weiteres Gold, wenn das hier unten irgendwann aufgebraucht ist. Aber das wird ein Weilchen, glaube ich, noch halten. Zeigt jetzt leider keine Menge an, wie viel drin ist. Und wir sind am Bevölkerungslimit angekommen. Okay. Wunderbar, dann warten wir kurz, bis die hier aufgeheilt sind. Können wir noch was erforschen zur Verstärkung? Nein, auch hier ist alles erforscht. Ja gut, dann sollten wir auf jeden Fall jetzt mal langsam angreifen. Ich glaube, besser wird's nicht. So, ich möchte den Angriff gerne bündeln, dass wir hier oben und hier unten gleichzeitig anmarschieren. Ich meine, von hier werden auf jeden Fall feindliche Truppen kommen, aber hier oben könnten auch welche sein. Im besten Fall können wir das schön gleichzeitig angehen. Der kleine rote Fleck auf der Karte stört mich. Der hier unten eigentlich auch, aber... Ich will ja Hauptsache erstmal ein bisschen vorwärts kommen. Tempel können wir auch nichts mehr erforschen, ne? Also nichts Brauchbares. Ich will mal einfach Kolosse hier in den Dauerauftrag geben, sobald da Einheiten sterben, werden die nachkommen da unten. So, ihr dahin. Und ihr hierhin. Ah, da kommt noch gerade ein Angriff. Okay, dann warten wir noch ganz kurz. Wartet ihr mal hier. Und ihr nehmt euch die hier ran. Also ich kann euch hier oben schon angreifen. Zerstöre diese Festung und wir werden in der Lage sein, unsere Kräfte zu vereinen. Genau, das ist nämlich das Ziel. Ja, von hier unten. Ja, erstmal die Festung zerstören. Hoffentlich schafft die Katapulte das auch. Jawohl. Wir müssen noch an diese Türme hier ran. Steht die Hälfte einfach wieder rum. Okay, das Ding haben wir. Sehr gut. Ach, jetzt ist der da runtergejumpt. Ach, du bist auch ein schlauer Held, ey. Hier oben könnten wir ganz kurz das da zuerst zerstören, damit wir uns verbünden können, vereinen können. Ich hoffe mal, okay, ich lasse mal den hier stehen, weil für alle Fälle, falls von hier Angriffe kommen, haben wir da irgendwie eine Art Wachposten. Der wird zwar nichts ausrichten können, aber wir haben eine Chance, reagieren zu können. Ich mache schon mal was ganz Gewagtes. Ich nehme mal einen Dorfbewohner und baue hier ein Dorfzentrum auf da oben.
So, die Türme müssen weg. Dann können wir da noch den Tempel zerstören. So. Gewittersturm. Oh ne, bitte nicht hier. Ah, das ist schlecht. Jetzt werdet ihr den Zorn der Götter zu spüren bekommen. Ja, ich hau jetzt mal alles in die automatische Ausbildung. Warte, das wollte ich gar nicht halt. Ich hab's drauf geklickt. Und wir heilen die Einheiten hier mal. Der hat Einheiten dabei, oder? Wo fliegt der hin? Das ist nicht gut. Okay, wir haben hier einige Einheiten, um den angreifen zu können. Du mal da hinten stehen. Okay, wir kriegen auf jeden Fall auch gut Einheiten nachgeschoben. Wohl zerstören wir erstmal hier das Dorfzentrum da oben. Und die zwei dann noch zerstören. Ah, okay, da wurde hier hinten abgeschossen. Oh, und ich sehe gerade, wir haben eine Laterne entdeckt hier hinten. Was ist das denn? Belagerungswaffen sind billiger. Na gut. Macht jetzt aber nicht mehr so viel Sinn, die noch zu holen. Warum fallen denn dauernd irgendwelche Helden von uns? Hört auf zu fallen. Ach, da schießt die ganze Zeit auf das Dorfzentrum, das aufgebaut wird. Ja, irgendwelche Heroes sind die ganze Zeit am Fallen. So, erstmal die Türme hier noch kaputt. Ich habe das Gefühl, diese Basis hier zieht sich unendlich weit nach hinten einfach nur durch. Schon trotzdem lassen wir hier gut vorwärts kommen. So, sonst hier unten gibt es ja soweit nichts. Wir können den Esel mal hier rüber schicken, dann kann der noch Gold hier rüber gewinnen gehen. So, die Schweinchen können weg. Schicken wir mal hier rüber. Die stehen ja nur im Weg sonst. Jetzt hier oben noch weiter? Ich will jetzt nicht gerade hier den einen Befehl da nutzen. Weil ich will jetzt nicht aus Versehen alle Einheiten abziehen. So, du bist schon alt. Kannst eigentlich noch ein weiteres Dorfzentrum bauen. Ja, wunderbar. Wir haben unser Einheitenlimit erhöht, deswegen bin ich auch gerade so mega viel ausgebildet. Jetzt haben wir hier noch einen Soldaten. Kommt alles mit hier runter. So, der ganze Schwung. Ich schicke die mal lieber zur Sicherheit erstmal hier. Ah ne, warte, die können wir auch gleich mit hier reinschicken, tatsächlich. Und diese paar ganz kurz mal hier rüber, weil dann können wir noch ein weiteres Dorfzentrum aufbauen. Sobald hier ein bisschen Ruhe reinkehrt. Machen wir die Produktionsgebäude kaputt. Danach ziehen wir uns ganz kurz ein kleines bisschen zurück. Aber praktisch nur so weit, dass wir ein bisschen kurz mal Luft schnappen. Denn andererseits, wir können auch nicht direkt den weiteren Angriff übergehen. Ah ja, da waren noch Feinde. Wenn ich gerade nur diesen kleinen Moment haben, dass wir mal kurz unsere Einheiten alle mal sammeln können. Und zwar alle. Der Dorfbewohner von hier ist... wohin? Ach, du stehst alleine hier rum, okay. Und die haben kein Holz mehr. Ihr habt doch hier noch Holz. Baut euch mal ein neues Ding hier auf. So viel Gold hat der. Naja, 25 ist auch nicht die Welt. Könnte man es noch weiterentwickeln, macht es aber auch keinen Sinn mehr. Wir sind ja jetzt schon fast durch. So, wir warten nur kurz, bis unsere gesamte Armee hier eben ankommt. Schon mal kaputt machen den Turm.
Dann nehmen wir mal alle. Und let's go. Dann reißen wir hier mal die Festungen ein des Gegners. Und rücken Gargarensis ein wenig auf die Pelle. Ah, die hatten schon eine ordentliche Basis hier aufgebaut. Die waren nicht klein. Mach die Festung dem Erdboden gleich. So, göttliche Fähigkeiten können wir gerade keinen weiteren nutzen, soweit. Außer gleich. Dann können wir kurz einmal unsere Einheiten aufheilen. Zack, das nutzen wir. Perfekt. Ach komm, wir können schon gleich die nächste nehmen. Zack, Festung Nummer 1 zerstört und Nummer 2 ist auch gleich hinüber. Die wird nicht mehr lange standhalten. Jawohl. Sie haben gewonnen. Haha. Haben wir es geschafft. So, dann schauen wir mal, wo dieser Abgang in die Unterwelt hinführt. Sie eilen in Rot und Purpur, aus den roten Wolken des Morgens, aus den Tempeln, wo die gelben Götter verächtlich die Augen schließen. Ich werde euch warnen. Dieses eine Mal. Genug geplappert, Feigling! Komm und stell dich mir! Atlantis hat keine Angst vor deinesgleichen! Das sollte es aber. Ich habe dich gewarnt. Verfolge mich weiter und ich werde weder dich noch deine Stadt oder deinen Sohn verschonen! Na toll. Er scheint wohl die Unterwelt betreten zu haben. Wir, weiß nicht, wem folgen werden. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.